Der israelische Verteidigungsminister Gallant hat das israelische Militär aufgefordert, sich für eine Bodenoffensive im Gazastreifen bereit zu machen. Der Befehl wird kommen, sagte Gallant gestern. Genauere Angaben zum Beginn einer möglichen Offensive machte der Minister bei einem Treffen mit Infanteristen aber nicht. Israel hat nach den Terrorangriffen der Hamas zehntausende Soldaten an der Grenze zum Gazastreifen zusammengezogen. Leuchtraketen am Nachthimmel über Gaza. Auch in dieser Nacht fliegt Israel weitere Vergeltungsschläge. Die Luftstreitkräfte der Armee befinden sich schon seit Tagen im Kriegsmodus. Nun könnte auch die erwartete Bodenoffensive jeden Moment beginnen. Ministerpräsident Netanyahu schwört nahe der Grenze zum Gazastreifen seine Truppen ein, sagt, die Soldaten werden kämpfen wie Löwen. Wir werden mit voller Kraft gewinnen. Seid ihr bereit? Das ganze Volk Israels steht hinter euch. Wir werden unseren Feinden harte Schläge versetzen, um den Sieg zu erringen. Für den Sieg, seid ihr bereit? Auch aus dem Libanon wird Israel angegriffen. Als Reaktion hat das Militär dort offenbar Stellungen der pro-iranischen Hisbollah-Miliz angegriffen, wie diese Bilder zeigen sollen. Währenddessen hat die USS Kearney, ein Kriegsschiff der US-Marine, im Roten Meer vor der jemenitischen Küste mehrere Geschosse abgefangen, die womöglich in Richtung Israel gehen sollten. Beim Terrorkrieg der Hamas gegen Israel einer der wichtigsten Verhandler im Hintergrund, die deutsche Bundesregierung. Ziel Israel, helfen und einen Flächenbrand in der Region verhindern. In Jordanien mahnt Außenministerin Baerbock aber auch Hilfe für Zivilisten im Gazastreifen an. Daher verstärken wir von deutscher Seite unsere Unterstützung für die humanitäre Situation in Gaza, für die Menschen, die Palästinenserinnen und Palästinenser, die auch Opfer dieses terroristischen Angriffs der Hamas geworden sind. Heute setzt Bundesaußenministerin Baerbock ihre Krisengespräche im Nahen Osten fort. Zunächst ist sie in Israel, anschließend geht es weiter in den Libanon. Wenn ihr mehr News aus unserem Team wollt, dann müsst ihr einmal hier klicken. Wenn ihr auf der Suche seid nach spannenden Dokus, starken Reportagen, dann geht's hier entlang. Und wenn ihr Welt abonnieren wollt, neu entdecken wollt, dann einmal hier klicken.